Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Python. So, heute machen wir was Neues und zwar mit einer neuen Library und zwar geht es dieses Mal um Bildbearbeitung. Es geht um die Python Imaging Library, kurz PIL, beziehungsweise um den Fork davon, also eine zweite Art davon, nämlich PILLOW. Und PILLOW ist ein bisschen umgangsfreundlicher, finde ich persönlich, und deswegen machen wir das und nicht PIL selber. Achtet aber darauf, dass ihr PIL nicht installiert habt, die beiden beißen sich, das heißt entweder PIL oder PILLOW installieren. Wenn ihr aber Linux habt, dann braucht ihr überhaupt nichts machen, unter Windows einfach hier unter, ich zeig's gerade mal kurz, ne? Warum schiebst du denn das darüber? Unter PyPy, python.org/pypypillow320 oder einfach auf die aktuelle Version klicken. Genau, und dann kommt ihr hier auf dieses Download-Fenster und hier könnt ihr einfach hier unten eine Exe auswählen, je nachdem welche Python-Version ihr habt. Hier drüben steht dann die passende Version davon. Wahrscheinlich haben die meisten von euch 3.5 oder 3.4, aber auch für die 2.6er oder sowas funktioniert das alles ohne Problem. So, einfach runterladen, installieren, wie gesagt, für die Leute, die Linux haben, absolut kein Problem, da ist es schon dabei. Okay, wenn ihr das gemacht habt und installiert habt, dann fangen wir direkt an mit PILLOW. Und zwar wollen wir erstmal testen, ob das Ganze funktioniert. Achtung, wir arbeiten mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Macht irgendwie Sinn, wenn wir da auch ein Bild in unserem Ordner haben. Bei mir ist das python.jpg. Das ist einfach das Hintergrundbild von Python, also von der Serie, die ich auch gemacht habe. So, was wir jetzt machen ist, wir testen erstmal, ob alles funktioniert hat. Dazu, ihr kennt wahrscheinlich auch PyCharm schon, so eine Run-Configuration erstellen, aber das habe ich ja alles schon gezeigt. Okay, was wir jetzt machen ist, wir importieren erstmal from PIL, Achtung, nicht PILLOW, sondern PIL hier in dem Fall, from PIL import und jetzt image. So, und da steht es auch schon, was wir wollen, also hier oben image wollen wir haben. Das ist erstmal das Grundlegende. Ich werde euch auch nicht alles zeigen, logischerweise klappt das nicht, aber ich werde euch das Allermeiste zeigen und ich hoffe, dass es euch dann am Ende gefällt. So, okay, wenn wir jetzt ein Bild laden wollen, dann müssen wir das erstmal öffnen. Wie man das mit Dateien normalerweise macht, allerdings gibt es hier tatsächlich Spezialfunktionen davon unter Image, unter dem Modul Image. IM ist einfach der Name für unser Bild und dann sagen wir image.open. So, und jetzt, was wir hier reinpacken, ist einfach unseren Pfad zu unserem Bild. Also wir sagen hier python.jpg. Okay. So, und jetzt haben wir es eigentlich schon geöffnet. Jetzt wollen wir damit noch irgendwas machen, denn einfach nur ein Bild öffnen bringt uns ja nichts. Wir wollen jetzt auch noch testen, ob es tatsächlich alles funktioniert hat. Normalerweise würden wir einen Error kriegen, wenn es nicht funktioniert hat. Und wir können jetzt auch einfach mal die Print-Funktion benutzen. Print und dann erstmal hier im, also das Bild.format. Dann können wir noch prüfen die Größe davon, im.size und im.mode. So, und das ist erstmal alles, was wir haben wollen. Jetzt können wir uns erstmal angucken, wie das Ganze aussieht. Das ist so der Standardtest, ob überhaupt PIL oder PILLOW in dem Fall richtig importiert und alles richtig installiert ist. Alles funktioniert. Und jetzt klicken wir einfach auf Run und sehen hier unten, das ist zu klein, sehen hier unten, was es ist. Es ist ein Bild mit der Auflösung 1298 auf 730, warum ich damals noch kein Full HD verwendet habe, weiß ich nicht, das Bild ist schon ein bisschen älter und es benutzt RGB-Farben. Was das alles ist, müsst ihr noch nicht wissen, werde ich euch wahrscheinlich im Laufe erzählen, aber vielleicht kennt ihr ja schon ein bisschen was davon. Auflösung sollte euch auf jeden Fall was verraten, denn ihr guckt ja gerade immerhin ein YouTube-Video, wahrscheinlich in Full HD. Und das sind ja ziemlich genau 1920x1080 Pixel. Okay, ja, das war es auch schon wieder als kleine Einführung, so könnt ihr testen, ob PILLOW bei euch funktioniert. Und ja, im nächsten Video zeige ich euch dann, wie es weitergeht. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.